Ja, hallo meine nach der absoluten Masse gehende Freunde. Wir befinden uns heute im Evoland. Ja, wir schauen heute mal, ob der Hobel schon was taugt. Ich habe mir zarte Reh Peter zur Seite geholt, um jetzt erstmal ordentlich einen wegzuschmettern. Und dann gucken wir nachher vielleicht auch nochmal über die Form rüber. Ja? Peter kritisiert mich vielleicht auch nochmal. Schauen wir mal, ob ich mich näher traue, weil aktuell bin ich noch ein bisschen flach. Da muss erstmal ein bisschen Pump reinkommen. Ja, das hängt bloß immer sehr eklig. Man merkt schon, dass du auf Diät bist. Inwiefern? Wegen 2D-Modus oder was? War das ein Jahr? Ja, ja. Man merkt schon so, ein bisschen die Flachheit kommt ja stärker durch. Deswegen muss ich ja jetzt erstmal ein bisschen trainieren. Ja, die ist schon relativ schwer. Ey, also im Verhältnis zu anderen Tibas. Wie hat denn sich dein Oberkörper-Unterkörper-Verhältnis entwickelt? Weil auf dem letzten Bild war das ja schon das Backpose gemacht. Ja. Glaube ich. Und der Unterkörper unfassbar dominant ausgesehen im Gegensatz zum Oberkörper. Ja, aber das war das Bild. Das war wegen Bild, ja, ja. Bisschen nachher sehen. Da bin ich eh gespannt, weil tatsächlich das letzte Mal, wie ich dich gesehen habe, habe ich gedacht, deine Adduktoren sind irgendwie explodiert. Die haben nämlich schon besser geworden. Schon ja gut was zu, ja, zugelegt. Also, ich glaube, du merkst die Diät schon, weil du bist auch schwächer geworden, weil das fühlt sich nicht schwer. Jetzt hast du keinen Konter, ich weiß. Also, Peter macht am Anfang immer große Presse, weißt du, und dann wird er nachher wieder in die Schranken gewiesen. So fangt es immer an. Ich habe nur gesagt, dass sie verhältnismäßig schwer ist. Ja? Ich habe nicht gesagt, dass es für mich aktuell schon schwer ist. Das ist der Unterschied. Ja. Gute ist, ich kann wenigstens am Ende noch sagen, dass ich vorgestern gerade Rücken trainiert habe. Ja. Also insofern. Bist du nicht alleine? Ich habe vorgestern Rücken trainiert und eigentlich gestern Push trainiert und jetzt trainieren wir Oberkörper, was super schlau wieder ist. Vorhin hast du noch was anderes erzählt. Ich habe nichts anderes erzählt. Erzählt euch einen Scheiß hier. Ja? Immer das Gleiche. Lügt so die ganze Zeit daher. Meinst du, dass wir so viele brauchen? Ja? Also für dich. Also ich packe mir gleich mal zwei drauf. Weißt du, und dann passiert das wieder wie bei unserem Belt Squat, wo ich eigentlich dieses Battle gewonnen habe beim Heben. Haushoch? So haushoch? Ja, ja, und dann wird es im YouTube-Video wieder so dargestellt, dass ich eigentlich nur der schwache Fettsack bin. Also, wenn ihr YouTube-Videos von Patrick seht, was dann? Die sind nicht so realitätstreu, wie die Leute glauben. Come on. Jawohl. Come on. Oh. Komm. Jawohl. Auf geht's. Sechster. Stark. Jetzt probieren wir mal die MTS. Die Y-Row aus, die kenne ich jetzt nur plate loaded, um mal einen schönen Kontrast zu ziehen. Aber das funktioniert erstmal von der Einstellung noch nicht. So, erstmal einfuchsen hier. Aha. Gerade für Leute, die dann so richtig lange Arme haben. Ja, ja. Bei mir ist ja eher T-Rex-Format, weißt du? Das ist das nicht. Ja, für die auch. Ja, ja. Aber kann auch noch weiter nach hinten. Du legst noch immer ab, gell? Was? Legst du noch immer ab, oder? Ja, wenn ich in die Dehnung reingehe, was ja schon Zielsetzung sein sollte, ein gewisses Maß an Dehnung reinzubringen.
Jawohl, Peter. So muss das aussehen. Jawohl. Bitte? Oh. Ich finde, der Kamera besser zu bewandern. Ist übrigens welches der Thema? Marktschreier von der Dennis James Classic, der die Seele aus dem Leib geschrien hat. Ja? Wie ist das geschaut? Der das Video von damals gesehen hat, wo ich die Pro-Card geholt habe, hinter der Kamera. Ja. Der muss aufpassen. Ah. Der lässt sich hier die ganze Zeit von den Jungs ablenken. Ja? Hey Andi, wie geht's dir? Ja. Schnappt sich hier die nächste 3 Minuten Pause extra. Auf geht's. Ich habe gedacht, wir sind beim Krafttraining, nicht beim Cardio. Gell? Ja. Also so. Drin bleiben. Jawohl, 5G noch. Ja, ich glaube, wir brauchen eh ein bisschen mehr. Also wir machen jetzt die Isolat Pulldown von Hammer. White Pulldown. Auch eine Maschine, die ich in der Form nicht in meinem Gym drin habe. Jetzt haben wir halt noch mal was, wo wir sagen, okay, ein bisschen mehr die Diagonal- und vertikal verlaufenden Fasern vom Latissimus mitnehmen. Und dann sind wir da schon ganz gut aufgestellt. Wir wollen heute auch komplett Oberkörper machen. Dementsprechend müssen wir uns auch den Rand halten, dass wir jetzt hier nicht zu viel Zeit vertüdeln. Let's go! Das passiert mir immer wieder. Merci beaucoup. Wenn das jetzt noch 20er werden, ne? Dann aber schon brutal. Zu unserer Verteidigung müssen wir sagen, die 20er sind noch nicht da, ja? Also wir würden jetzt nicht die 15er verwenden. Patrick hat einfach gesagt, heute fürs Video wollen wir einfach alles ganz heftig ausschauen lassen. Wie schon gesagt, auf den Videos, gell? Er schaut immer er schaut immer am besten aus. Aber du hast ja früher wirklich 15er immer verwendet. Ja, damit ich dann nächstes Video sagen kann hier, weil bei uns nicht so viele 20er zur Verfügung sind. Deswegen war es eher ein bisschen elendig, dass ich eh noch nicht outgemaxt habe. Dann zu sagen, okay, ich hole mir immer die 20er, kramen mir die zusammen und am Ende ist so ein Mischmasch. Dann habe ich gleich gesagt, 15er gibt es endlos im Fit One bei uns im Roster. Da ich ja jetzt so ultra stark geworden bin. Durch mich? Durch Peter, stark. Ja, Name ist Programm. Und ihn halt entsprechend überholt habe. Come on, come on! Ich glaube, das waren 20. Tatsächlich waren es keine 20. Aber wir müssen den Sitz ein bisschen runterstellen. Ja, man muss auch dazu sagen, das wollte ich vorher noch anmerken, du trainierst ja gerade eigentlich mit einem halben Invaliden. Das letzte Mal, wie ich mit dem Chris unterwegs war und wie er Pizza gemacht hat, habe ich mir so gedacht, ich muss so 240 Kilo Stiffleg heben. Ja. Erste Rep Hammer, zweite Rep war dann aus. Und dann bin ich danach am Klo gefallen, weil ich mich nicht mehr rühren konnte. Echt? Ja, ich bin dann so halbe Stunde bis Stunde am Boden gelegen, aber vorbei. Nächsten Tag habe ich dann Schmerzinfusion gekriegt, bin infiltriert worden. Und dann war es schon langsam besser. Sehr cool. Hab jetzt nur so halb zugehört, weil ich mir dachte, okay, ja, man schon wir können mal diese Videos zählen, wie viele Ausreden Peter heute hat dafür, dass er heute nicht so performt. Ja? Davon gibt's. Ich glaube, das ist die vierte oder fünfte jetzt, die er in dem Video allein schon gedroppt hat. Das wird dann so best of Ausreden. Ausreden. Jawohl. Ich glaube, hier ist irgendwas nicht so ganz in Ordnung. Aber jetzt hier rauszukommen, ist natürlich. Bis morgen. Also. Perfekt. Ja, das war's. Du kommst auch nie wieder raus. Ja, doch, rauskomme ich schon, aber ich würd niemals reinkommen. Ich habe eigentlich immer Ellenbogenbandagen. Die vom Roman Fritz, die habe ich jetzt auch schon Ewigkeiten. Größe 4 müsste das, glaube ich, sein, weil ich auch immer ständig gefragt werde. Leute, einfach die dezente Kompression ja, aufs Ellenbogengelenk plus halt, dass es gewärmt wird, meinem Ellenbogen einfach mega gut tut. Ich sehe schon Titel des Videos, so habe ich mir meinen Kreuzband gerissen. Wieder gerissen. Weißt du, und er regt das sich über mich auf, dass ich in den Satzpausen gehe oder sonst. Ja Peter, bei dir habe ich auch Ewigkeiten Zeit.
langsam ablassen. Scheiße. Ich kann die nicht zurücklassen. Ja. Jetzt müsst ihr rausstellen. Sepp darf das niemals sehen. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass wir jetzt in den Arbeitssätzen sind. Nicht den Warm-up-Sätzen. Und ich habe meinen Satz übrigens schon gemacht, ja? Und warte darauf, dass Peter seinen Arbeitssatz macht. Und ihr habt gesehen, was. Patrick darf keine Kisten tragen. Er darf sich nicht verletzen, weil er ist auf Wettkampf-Prep. Peter darf Kisten tragen. Peter wird in den Satzpausen Kisten tragen. Dann hört Peter gute Musik und ein bisschen tanzen. Und Patrick? Schon wieder voll alles zerstört. Also schon ein Fünkchen Wahrheit dahinter, ja. Nichtsdestotrotz warte ich ja hier. Wir hatten gerade wieder die Debatte, ja. Die Österreicher sagen ja immer, ich bin am Weg. Wenn ich sage, ich bin am Weg, dann gehe ich davon aus, jemand steht irgendwo am Weg, ja, und wartet auf mich. Nicht, dass er auf dem Weg ist. Ich bin am Weg zu dir. Ja, wir haben es eh vorher schon geklärt. Das ist auf dem Weg, ja. Ja, ja. Kupf, ich meine, ich verstehe es mittlerweile, ja, aber... Ganz ehrlich, da gibt es dir echt Mühe. Also, und hast das wirklich schon so aufgenommen, ja. Weil ich weiß noch, so am Anfang, da habe ich dir so einige Nerven gezogen, weil Patrick kann ja echt schwer damit umgehen, wenn so die deutsche Sprache nicht sauber benutzt wird. Ja, obwohl ich mittlerweile das geht sich aus oder geht sich nicht aus, auch übernommen habe. Ja. Darüber macht sich Ellie immer lustig. Ja. Also deine Adduktoren sind deutlich mehr geworden. Deutlich mehr. Waren jetzt aber alles so Posen, die bei dir eigentlich nicht wirklich abfallen. Gespannt bin ich jetzt auf die Rückseite. Da du in der Classic startest, your favorite Classic Pose. Hey, die Classic Posen wurden jetzt aber immer gestellt, ne? Ja. Die Most Must hier. Ja. Mach ich mal auf. Muss mir dazu sagen, Schwarzenegger hat ja die auch ganz gern gemacht. Da ist so ein Classic Side Tricep auch einmal probiert. Steht dir sowas? Du meinst mit ausgestellt vorne? Ja, genau. Ich würde nicht überkreuzen, ich würde den Fuß bis also auch nicht so aufrotieren, aber weißt einfach, wenn du so überkreuzt, das, ich weiß nicht, das schaut nicht gut aus. Einfach so gerade nach vorne und dann den Trizeps zeigen. Ja, ja, muss schon. Musst üben. Also Trizeps, sicher. Ja, muss halt auch leaner sein, ne? Ja. Aber also. Bei dir ist halt, weißt du, Schulter ist stark, Brust ist stark, Arme sind stark. Also wo ich noch gespannt bin, ist, wie sich der Rücken entwickelt, weil tatsächlich glaube ich, dass einfach von der Front wissen wir eh, Latzbrett von vorne und Co. schaut ja alles gut aus. Aber Latzbrett von hinten muss man halt auch einfach besser aufziehen, glaube ich. War wieder richtig reingeschissen, ne? Ja. Ja? Also es geht schon besser. Deine Physik wird halt irre profitieren, wenn du einfach noch mehr Latt drauf bekommst. Aber zeittechnisch denke ich mal, passt es für aktuell, ja, oder? Definitiv. Also bei dir ist es sowieso, das haben wir eh vorher geredet, wenn du ein paar Kilo verlierst, dann merkt man so einen drastischen Unterschied. Dafür, wenn du ein paar Kilo dazu gewinnst, schaust du halt fett aus. Aber es ist einfach so. Tatsächlich, aber ich bin auch der Meinung, muss ich so sagen, du hast keine klassische Physik in meinen Augen. Ja. Du bist halt eher mehr der
Ja gut, ja. Ja, nichts Neues, ne? Ja, voll. Aber man muss halt mit dem arbeiten, was man hat. Ja, komplett. Das sollte nur kleiner Sneak Peek sein auf die künftige Form bzw. auf den nächsten richtigen Formcheck. Und hier mal das Licht ein bisschen austesten. Ja? Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, ja, gebt doch einen Daumen nach oben. Kommentiert gerne, wenn ihr was zu kommentieren habt. Erster Eindruck auch vom Evoland. Viele ist natürlich noch nicht da. Einige interessante Maschinen, ja, an die man sich erstmal reinfuchsen muss, aber die teils auch ziemlich gut dann schon reingingen. Aber wie gesagt, da muss man sich erstmal ein bisschen eingrooven. Und denk mal, wenn hier alles steht, dann wird das schon eine sehr, sehr geile Geschichte. In diesem Sinne, meine Freunde, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Denkt natürlich immer dran, Evo, ne? Stabilster Code EOVS. Mit der größtmöglichen Anabolenwirkung, Code Patrick. Und ansonsten natürlich, wenn ihr PDS supporten wollt, Code Pete. Ja, das wollen wir mal nicht hinten runterlassen. Danke für die Trainingseinheit, für die Bewertung und wir sehen uns.